Hi, wir von Fluter sind hier gerade im Zoopalast in Berlin und haben uns gerade die Premiere des Films Fluss angesehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit der Einsprecherin Dagmar Schwind ein Interview zu führen. Hallo. Hallo, Tag. Du hast gerade die Einsprechung für den Film Fluss übernommen. Meine erste Frage mal vorweg, wie fandest du selbst den Film? Also ich bin immer hin und her gerissen von dieser Art von Filmen. Die Gedanken, die Gefühle, die so ein Mensch hat, den man da sieht, vor allen Dingen so ein kleines Kind. Spielt das eine große Rolle für dich bei der Einsprechung, ob dir der Film selbst gefällt? Also würdest du auch einen Film einsprechen, der dir jetzt überhaupt nicht gefällt? Also ich denke, wenn man sich lange genug damit befasst, gibt es keinen Film, den man nicht mag. Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Wie lange machst du das denn schon? Also hier für die Festspiele 20 Jahre. Okay. Und davor habe ich auch schon eingesprochen. Wie bist du da genau drauf gekommen? Ja, ich bin Schauspielerin und hatte eine Kollegin. Und die sagte, du, hör mal, da brauchen sie noch Leute, naja, wie das so ist. Und dann bin ich sehr spontan reingesprungen. Ich weiß noch, das war ein Zeichentrickfilm, ein schwedischer Zeichentrickfilm. Und das war eine Menge Zeug. Okay. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und ich konnte es mir auch nicht vorstellen, wie das ist, einsprechen. Aber es funktioniert. Ja, und wie bist du zu der Berlinale gekommen? Also das war natürlich ein glücklicher Zufall. Renate Züller, die Kinderfilmtage gemacht hat, hat auch hier die Berlinale betreut und geleitet damals. Mhm. Fragte, ob ich denn nicht Lust hätte, auch da mitzumachen. Ja, klar. Mhm. Ja, natürlich. Meister, hier ist ein kleiner Dämon. Soll der König die Affen ihn vernichten? Lass den Meister sehen. Auf jeden Fall ist Ihr Vater ein schlechter Mensch. Töte sie, töte sie. Mein Vater ist kein schlechter Mensch. Das sagen aber alle im Dorf. Mein Vater ist kein schlechter Mensch. Was mich besonders dabei beeindruckt, ist, das war jetzt ja auch ein Film mit einem, ich glaube, tibetischen Akzent oder so, ja, weil man selbst ja in seine Worte nochmal dazwischen geredet bekommt und das alles zu handeln. Fällt dir das mittlerweile immer noch schwer? In der Tat, also das ist wirklich eine Gratwanderung, weil die Rollen sind ja vorgegeben, ne? Also nicht nur vom Text, sie sind auch gespielt. Natürlich trete ich oder beziehungsweise wir Einsprecher immer dahinter zurück. Trotzdem ist man nicht ganz frei von dem, was man da erlebt. Dann ist es so gefährlich, dass ich mich also von dieser Schnelligkeit mitreißen lasse. Ja. Es ist sehr schön, wenn man sozusagen einen Film hat, wo einfach die Freiheit der Gedanken da ist und natürlich auch für mich selber, so dass ich das dann eben einfach besser setzen kann. Du schaust dir den Film vorher schon mal an? Ja, auf jeden Fall. Und wie oft ungefähr? Gute Frage, nächste Frage. Es ist so, ich habe den Film nicht übersetzt. Ich bekomme eine Übersetzung. Okay. Das ist schwierig. Wir müssen uns an das Buch halten, weil erfahrungsgemäß die Untertitel manchmal ein wenig, sag's mal in Gänsefüßchen, nachlässig gehandhabt werden. Ja. Und das ist also der Punkt. Meine Arbeit ist, ich schaue mir den Film erstmal so an, ohne alles. Schaue, was ich dann eben einfach vom Bild her verstehen kann. Und dann arbeite ich mit dem Buch sehr genau. Und dann kommen die Feinheiten, der Schliff. Also das ist schon zeitlich ganz schön viel. Ja, okay. Ja. haben Sie denn öfters auch Lampenfieber, wenn Sie hier was einsprechen? Es gibt immer eine gewisse Spannung. Lampenfieber ist jetzt so ein ganz großes Wort, aber es ist immer so, es gibt keine wirkliche Routine, nein. Ich glaube, wie beim Interview, ne? 20 Jahre gemacht oder wie lange auch immer. Erstes Mal, 20 mal 100 mal ist egal, es ist immer die neue Situation. Ja, okay. Dann bedanke ich mich bei dir für das Interview, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dankeschön.